und herzlich willkommen bei Mojangs voll verbaut. Heute an meiner Seite bei BS Royale and Friends der Zwiebelpeter. Hi, hallöchen. So, wir fangen an. Ja, natürlich ist der große Meister auch da, der Bilibi. Hallo. Aber es war dann wenigstens gut gerettet mit der große Meister. Irgendwas ist halt immer, ne? Mit irgendwelchen Leuten musst du immer Vorlieb nehmen. So, machst du eigentlich noch weiter Turtles? Ja, ne? Ja, ja, aber Brilli, hast du noch einen Eisenbarren? Nee. Okay. Soll ich auch mal runterkommen, jetzt wo das Dach fertig ist? Ja, hast du einen Eisenbarren in der Tasche oder freust du dich so, mich zu sehen? So. Der war richtig gut. Nee, so. Ich weiß, was ich machen wollte. Huch. Ich brauch eine Fans. Ich hab Eisen. Woher auch immer. Was? Erst einmal das Gerät im Garten zu machen. Das hab ich. Das war's gerade. Ja, hier um Erde und so. Na? Ho. Dirty filthy ho. Ho, genau, ho. Ich habe uns übrigens jetzt. Ja, warte, da komme ich aber mal gerade hoch. Nicht, dass du den Garten da irgendwo hinsetzt, wo er nicht sein soll. Ey. Was? Ja, ist egal. Nee, vergiss es. Vergessen. Mongo. Arsch. Mongo Arsch? Ey. Der Mongo oder der Arsch und Arsch und Arsch? Ja, weil du kannst mir auch trauen, ne, wo ich die Scheiße hinsetze. Au! Au! Hast dich wieder geschnitten an irgendwelchen leeren Flaschen. So, was bist du denn? Im Haus, ich mach gerade mal hier ein bisschen, dass man hier ordentlich laufen kann. So, Garten, mal überlegen. Oh, das geht ja gut los. Scheiße, hier geht's gut los. Ja, wo siehst du den? Alter, das ist doch nicht wahr! Was ist das, nicht, das Haus ist kaputt. Oh. Nein, ich bin kaputt. Ist gestorben? Ja, ein Creeper ist direkt neben mir in die Luft gegangen. Ey. Scheiße, jetzt muss ich hier wieder nach Hause laufen. Oh, das ist jetzt Blade, oder? Au. Hat's Maul. Ey, es ist doch Tag. Wir schießen da auf mich. Das gibt's nicht, ey. Oh, ja. Mann, ey. Jetzt fühle ich mich wirklich wieder Zwiebelbahn. Siehst du? Also kannst du mal richtig schön Zwiebelpetern. Kannst du mir mal OP-Rechte geben, du Arsch? Das ist dein Server, nicht meine. So, ich tunnel hier mal noch ein bisschen. Tunnel 75 klingt wie so eine richtig schlechte Disco aus den 80ern. Basti, warte noch im Garten. Ich wollte es da hinten, weißt du? Schwer zu sagen. Tunnel 75. I'm blue, da-ba-di-da-ba-da. Bitte nicht. Ja. Hör auf damit. Das ist schon besser. Geil. Also Cotton Eye Joe ist ja noch wenigstens Niveau, aber Blue? Alter, Eiffel 65, ey, da gab es noch viele geilere Lieder von denen. P-L-A-Y-S-T-A-T-I-O-N. Was? Ja, PlayStation, die haben ein Lied über PlayStation gemacht, Mann. Was hast du jetzt gerade buchstabiert? P-L-A-Y-S-T-A-T-I-O-N. So war das damals. Okay. Alter, ich kenne nur das andere Lied noch von denen, irgendwas, weiß ich aber nicht mehr, wie es ging. Andere Lied? Ja, noch eins. Okay, die hat noch eins. Apropos noch eins, was machen wir denn für eine Energiesache? Ja, das ist schwierig. Also Geothermal ist halt wirklich, wäre nicht schlecht, ja, aber nur so als Kickstarter für den ganzen anderen Krempel, würde ich mal sagen. Ja. Geothermal müssen wir halt Leitungen legen, Lavaleitungen, ne? Ja, das ist, das wär, also Dings wär nicht schlecht eigentlich, der. Was ist das Haus auch mal ordentlich gebaut? Der, die Idee mit den Steam-Generatoren. So, für den Anfang bauen wir den zumindest. Garten hin? Ja. Wir haben ja gesagt, wir bauen dieses Mal mehr mit Lava, damit du da auch auf deine Kosten kommst. Ach, ist mir doch scheißegal, Alter. Ja. Ich kann auch hier hinter das Haus ein kleines Kartoffelfeld machen. Schön, der Hobbygärtner hier. Ich komme jetzt klar, ich bin gleich da. Das möchte keiner wissen. Oh. Und was machst du dann? Und machst dann? Kartoffeln. Nein, Mann, der andere da. Dachte, du baust jetzt hier gerade so eine Pulverizer. Alter, kann ich alles machen. Ich muss jetzt erstmal zurückgehen. Dann sag mir doch, ich kann da auch was bauen. Ich kümmere mich hier bloß um diese scheiß Turtles.
Ja, da bau was. Bau ein Bulgarizer, ja, ist mir doch wurscht. Wurscht? Wurscht. Ist mir wurscht. Aber jetzt haben wir oben im Haus, ist denn oben im Haus noch irgendwie Material? Oder ist das alles hier unten, also an Erzen und so ein Zeug? Ein bisschen ist noch oben, weil ich weiß. Ja, ist da oben Kupfer oder was ist da oben? Weil hier oben ist bestimmt auch noch was oben. Weil hier ist nämlich kein Kupfer. Ja, Kupfer ist wie gesagt vielleicht auch noch was oben. Ja, habe ich dich schon verstanden. Kupfer ist, glaube ich, auch noch was oben. Meinst du, dass Kupfer oben ist? Bin mir da nicht sicher. Ein bisschen ist oben. Ja. Kupfer. Mama, bring uns Kupfer mit. Wir lieben Kupfer. Ich gehe mal lieber hoch und gucke, wo oben Kupfer ist. Unser Daddy war aus Kupfer. Schön der Blues. Mama. Du sollst doch nicht um deinen Jungen weinen. Daddy stole some copper. Oh! Arschloch! Wo kommst denn du her? Ich bin aus deinem Mama gekrabbelt. Ja, das so, so sah der Typ auch eben aus. Wieso ist denn hier ein Skelett hier unten am Strand? Hier ist überall bei unserem Haus ist irgendwas los. Alter, was ist mit diesen komischen Wisps los? Die pflügt hier durchs Wasser wie so ein Delfin. Crazy shit. Eigentlich könnten wir mal eine Treppe runterbauen. Wo ist denn hier so weit schwimmen? Weil früher nicht. Ja, der Weg ist das Ziel, oder? Wie sieht so aus? Ich brauche mal so einen Gleitschirm. Boah, was ist denn hier alles los? Hier mal Copper-Ingots. Die Kisten hier oben sind auch super sortiert. Da sind sie auch. Hm. Klar, da ist in der einen sind die Ohrs, in dem anderen sind pflanzliche Dinger. Hat doch alles seinen Sinn. Echt. Das ist, Der vermisst die BAB-Ordnung. Seine Bierkiste vermisst er. Was für eine Kiste? Bier. Ach so, die Bierkiste, ja. Jetzt? Die steht da im Balkon und ich hatte letztens echt Angst, dass mir das Bier zerreißt bei minus 6 Grad, aber hat alles gehalten. Da steht einer. Der Zwiebelmann. Ich sehe ihn. Ich stehe nirgendwo. Doch. Nein. Ich sehe dich doch. Oder ist es der BSW? Ja. Das müsste ja eigentlich drüber stehen. Nee, das ist zu weit weg, damit da was drüber steht. Achso, nee, warte mal, wir müssen erstmal hier. So, ich baue jetzt mal 1, 2, 3. Oh, ich brauche was zu essen. Ganz schnell. Basti. Ich hab zu essen. Ach, gib mir was. Wo bist du denn? Du bist hier ein Monster-Spawner direkt neben unserem Haus. Lass ihn verhungern. Hier. Andere Seite wahrscheinlich. Lass ihn verhungern. Er hat sich letztens auch nicht mehr gekümmert. Lass ihn einfach verhungern. Ich hab mich immer um dich gekümmert. Danke. So, da brauchen wir 4 Stück also von. So, hier bin ich gestorben. Hier bin ich gestorben. Hier bin ich zu Hause. Da fühle ich mich wohl. So, jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Basti, ich würde sagen Garten. 1, 2, 3, 4. Ich wollte hier jetzt unten einen Garten bauen, wo ich jetzt hier gerade rumstehe. Wo bist du denn? Was ist das mit Silber? Ich sehe dich nicht. Ja. Wo haben wir Silber? Hier baue ich nochmal alles zu mit Dings und dann mache ich hier ein Kartoffelfeld hin. Wo bist du denn? Ja, ich hab dich doch gerade schon gesehen. Ja, wo denn? Ich hab dich auch nicht gesehen. Haus und links, rechts. Ach, da. Ihr steht euch genau gegenüber. Und müssen mal die Bäume hier fällen, wa? Da alles voller Bäume hier. Ja, das mach ich jetzt. Aber ist doch so schön hier. Vergessen ohne diese Special Axt. Du bist ja 100 Jahre da oben am Rumkräuchen und Fleuchen. Ja, da brauchen wir den wie heißt das Ding? Smeltery. Du brauchst aber eine Smeltery für, ne? Ja. Ja. Können wir ja bauen, ist ja kein Problem. Die sieht was ja ist nicht das denn? Problem. Monster-Spawner direkt unterm Baum. Ja. Alles kaputt? Ja. So, da ist ein Chest drunter mit Unknown Gimlet, Enderpearl Dust, Gunpowder, Iridium. Diese scheiß Spinnen hier, die vergiften mich die ganze Zeit. Iridium-Shards, Leute. Und Iridium-Ohr. Das haben wir noch nie gehabt. Was willst du denn jetzt mit deinem Iridium? Warum gehst du denn jetzt? Weißt du, wie lange, wir haben doch mal total lange, nach 100 Jahre lang nach Iridium gesucht. Haben wir? Ja. Was wollten wir denn damit? Ja, Iridium ist das Material, was du brauchst, um alles zu vervielfältigen. Diesen Dings zu bauen. Ach, wie hieß denn der nochmal? Seit wann sind die Stufen hier korrekt? Wie hieß denn ich dieses Ich hab das Ding? Alles ordentlich gebaut. Wie geht denn das? Ich hab 100 Jahre da... An ich muss 3 geradeaus und 2 seitlich machen. Wie hieß denn dieses Ding nochmal, Mann? Das hab ich doch auch gemacht. Sag doch mal. Der Replicator oder was? Replicator, genau. Geil, ey, haben wir schon Iridium-Ohr, das darf nicht verschwinden.
Nein. Das ist ja mehr als glücklich. Das kommt einmal in, weiß ich nicht, 64 mal 64 Chunks vor oder so. Wahrscheinlich, haben wir Glück gehabt. Halt's Maul, wirklich. Was ist denn, Mann? Ich baue jetzt eine extra Kiste für das Ding. Du Mongo, ey. Das schreib ich doch nicht mal so an, echt. Ich bumse dich, ey. Du. Dann hat Gerda dich aber auch nicht mehr lieb. Wenn ich dich bumse? Dann hat sie ihn erst recht lieb, wahrscheinlich. Nee, Gerda hat ja vorhin erst gesagt, dass sie das toll findet, dass wir uns so gut verstehen. Was macht dann der Typ? Aber ihr versteht das ja nicht schlecht, wenn ihr miteinander kommuniziert. Nennen wir es mal kommunizieren. Es wird der Basti wieder als sexistisches Arschloch hingestellt. Ist er auch. Ist er auch. Genau. Der denkt nur an das eine. Na klar. Das logisch. Ist mein Leben, Mann. Natürlich. Pimpern for life. Da los. Ja, das ist. Ich muss ja mal anmerken, der Weg in den Keller ist viel zu lang. Wir brauchen hier irgendwas Mechanisches. Jetpacks. Zum Beispiel. Wolfsbane-Seeds. Lalalala. Diesmal kannst du ja ruhig wieder Jetpacks bauen, aber da kannst du ja andere bauen. Musst du ja nicht diese super Hightech-Nano-Fiber-Scheiße bauen. Doch, da muss das Beste her. Eben. Ach. Die kann man doch aber. Ich fahr doch kein VW, wenn ich einen BMW fahren kann, Mann. Die kann man doch aber aufwerten, die Dinger, Mann. Einfach, wenn wir Materialien dazu haben. Ah. Kann dich auch mal aufwerten. Ach, du kannst deine Mutter aufwerten. So. Du machst aber schon direkt Kartoffeln, oder? Was mach ich denn hier? Klar mache ich direkt Kartoffeln. Darf ich einen Limestone-Weg bauen? Ja, wegen mir. Wenn es dich glücklich aussieht, macht. Wenn das aussieht. Mein Sohn, wenn es dich glücklich macht, baue den Weg. Du weißt aber schon, dass du auch einen Fluss oder so brauchst oder Wasser. Sonst wächst nichts. Ich muss doch in der Mitte einfach Wasser in so ein. Boah, dieses Haus ist so unsagbar hässlich. Sieht einfach aus wie ein Sandwich, keine Ahnung. Und der Eingangsbereich sieht aus wie ein Totenkopf. Scheiße. Nase, zwei Augen und die Treppe ist der Mund. Wo denn? Warte mal, ich baue da schon ein schönes Haus draus. Dann können wir hier noch, guck mal. Das haben wir jetzt eine Crafting Station. Schau mal. Was? Soll ich die Kiste da oben? Ein Haus mit zusammengezogenen Augenbrauen. Monobraue. Das ist da musst du aber die grimmige Braue machen. So. Das ist so. Auf jeden Fall. Komm, lass das Schild dranhängen. El Casa grimmig. Oder so. Oh, hier ist aber schöner Sonnenuntergang. Hier ist schön. So, ja, was mache ich denn jetzt erstmal? Ich kümmere mich jetzt mal um den Pulverizer, glaube ich. Das Haus zur grimmigen Augenbraue. Autsch. Aber das stimmt, das Haus ist wirklich sehr hässlich. Das ist muss nicht ich sogar zugeben. Also es ist nicht hübsch. Ein Frenchman-Design-Haus. Es ist nicht hübsch und vor allen Dingen ist es für uns drei Chaoten ganz schön klein. Du machst das nicht im Frenchman-Design, ey. Ich habe keinen Bock, hier in der Steinhöhle rumzueiern. So. Hübsch. Hat jemand Sand? Nee. Oder hat jemand noch Glas? Nee. Wie, nee? Ja, hab ich nicht. Hier unten lag doch Sand drin. Was ist mit dem Sand passiert? Ja, nee, Antwort brauche ich nicht. Kein Problem. Alter, ich weiß nicht, wo dein scheiß Sand ist, Mann. Nerv mich doch nicht. Ja, nerv du mich doch nicht. Nerv mich doch nicht mit deinem Sand. Nee, kein Redstone oben? Das nervt mich jetzt. Ich hab schon wieder keinen Bock hier zu sterben, ey, echt. Was machst du denn da auch? Willst du Sand oder was? Ich hol Sand, ja. Nachdem mir den irgendein Typ ja geklaut hat. Boah, ich wollte dich gerade richtig schön verdreschen, ey. Ich lass dich mal allein. Ich hab nur so ein Monster zu dir geholt. Wollte ich ihm gerade richtig schön die Schaufel über den Kopf ziehen. So, 12 brauchen wir, das reicht. Hüp, hüp, hüp. Wer hat denn hier aus unseren normalen Dingern ein Crafting Station gebaut? Ich. Warum? Was bringt das?
wenn du da dran bist und Items drin. Erstens siehst du die Chests und zweitens, wenn du rausgehst, wenn du irgendwas vergessen hast, fliegen dir nicht sämtliche Items wieder um die Ohren, die du da drin hast, liegen lassen. Ja, mei. So, brennen wir mal ein bisschen. Dit. Hab ich jetzt keine Kobbels mehr hier oder was? Mann, oh Mann. Hier ist die Mauerstein. Da reicht ja einer. Das geht eh nicht normal. Haben wir überhaupt schon Zinn? Oh ja, sehr schön. Zinn, meinst du? Zinn, ja. 1, 2, 4. Brauchen wir 4. Brauchen wir nur 4. So, dann haben wir den Beastin, haben wir schon mal. Dann geht's weiter. Flint habe ich. Was baust du gerade? Ich baue gerade einen Aquarius Accumulator. Wofür? Für die Steam-Generatoren. Okay, ich mache jetzt hier ein Pulver weiter, ne? Ja, mach mal. Prost. Tin, Gier und Glas und Eisen. Eisen habe ich. Tin. Rind den. Ach, verdammte Kacke. Das ist auch nichts. Ich brauche noch einen Eimer. Na, ist nicht so wild. Dann machen wir hier Dickel, Dugel, Dackel. Da haben wir hier einen Eimer. Ja, ist der Kohle mehr dort drin da. Huch, habe ich mich verklickt oder was? So, jetzt bauen wir mal ihn. Haben wir hier einen Servo? Tingier? Stone Gear mit Tin, okay. Nein, falsche Gerät. Das ist so ein Stone Gear? Nee. Stone Gear machst du aus Holzgier. Ja. Was? Ach, wer ist das Ding? Machine Frame. Holzgier? Oh, jetzt geht das nur mit Kobbel oder was? Ja. Also hier ihn. Ja, wo ist Fäden jetzt da oder was? So, das. Und dann gib mir mal den Tin. Und dann umranden wir das mit Tin. Und da Tin haben wir hab ich. Tin. Dann haben wir Tin hier und dann brauchen wir Glas. Hast du noch Glas oben? Ja, aber nicht mehr wirklich viel. Nee, eigentlich nicht. Warte mal. Dann denk aber auch dran, die Maschinen bauen wir alle unten hin, den Maschinenraum, ne? Ja, ja, ist schon klar. Nicht, dass wir da jetzt oben irgendwelche Dinger pflanzen. Na, das ist ja klar. Was hier, ey. Oder den hässlichsten Weg aller Zeit. Der ist so total geil. Sieht voll gut aus, das Limestone, Mann. So, was soll ich mal für Essen hier? Sag mal eigentlich eine Frage. Wollen wir jetzt hier eine 20-Minuten-Folge machen oder machen wir 40 und schneiden? Nein, 20-Minuten-Folge. Schneiden. Nee, der gnädige Herr ist wieder zu viel Arbeit. Ja, richtig. Warum? Wenn es einfach geht. So, Aquarius Accumulator. So, geht's schon 20 Minuten rum, oder was? Wir sind gleich bei 19, ja. Okay. Habe ich kein Glas mehr damit? Warte mal. Verdient das keins. Einmal da. Ach, Fickfuck, Huckepack. Wah! Boah. Hier ist ja der Irrwisch. Ah! Hat dies. Oh oh. So, ich brauche nochmal hier da. Nee, brauche ich genug. Lol. Der hat seine eigene Speicher kaputt geschlossen. Zerkets! Wir brauchen Zerkets! Wollen wir denn jetzt hier? Hast du noch Kohle? Natürlich! Fahr mal da rein in die letzte hier. Natürlich! Wie? Von links oder von rechts? Da, der hier, da wo der Sand drin ist. Ja, sag das doch. Musst du mal präzise Angaben machen. Alter! Hau ab, Eisenberg. Dumme Foot. Was spawnt er da, ey?
Basti, ja, draußen ist ein Basti, das ist eine Minispinne. Sie ist tot. Oh, aber, Mann. Aber diese scheiß Spinnen, die vergiften. Das ist richtig. Ey, wo, muss ich jetzt da schon wieder hinlaufen, oder was? Yes. Oh, was, wie weit das ist? Ja. Mhm. Wir brauchen Betten. Wo ist der Bettenbeauftragte? Der hat sich jetzt so irgendwie, ja. Ich leuchte mal hier noch ein bisschen mehr aus. Mach mal. Toll. Was bauen wir denn? Golden Fluid Pipe durch, oder was? Durch die Nacht auch noch. Ach, fuck. Hat jemand einen Kaktus? Nee. So, Folge ist aber jetzt vorbei. Okay. Ja, aber dann starte bitte die nächste Folge neu und zwar schnell, weil ich im Dunkeln in der Wildnis bin. Ja, du musst, hier, war deine Folge. Ja, was? Mach mal einen Abmod. Ach so! Stimmt. Ja. Ich bin gestorben. Das haben wir mitgekriegt. Du sollst einen Abmod machen. Dieser Folge. Du sollst keine Zusammenfassung machen, Alter. Bei Vollmond. Hier aus dem kühlen Deutschland. Fickt euch. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ja, tschüss. Tschüss.